So da, ja, servus Leute, wie ihr, glaube ich, gesehen habt, ist es 21 Uhr irgendwas. Ja, ich habe noch etwas Hunger, jetzt gehe ich mal schauen, ob ich hier noch etwas zum Spachteln finden kann. Aber diesbezüglich bin ich sehr zuversichtlich, denn die Thais, ja, die essen auch gerne noch mal zur später Stunde etwas. Ja, die Thai-Gerichte sind ja eher ein leichtes Gericht und es wird ja meistens, also nicht nur dreimal täglich, sondern 5, 6, 7 Mal täglich gegessen. Ja, und hier der lange, schöne Schotterweg zum Hotel. Den laufe ich jetzt entlang. Und ja, vorne ist jetzt einer der zwei Hunde, die ich hier in der Nähe vom Hotel jetzt kennengelernt habe. Aber ja, logisch, dass die ihr Revier verteidigen. Ja. Aber laute Hunde, die bellen nicht. Gibt es so ein Sprichwort? Das trifft hier auf jeden Fall mal zu. Ja. Also Hundescheu sollte man in Thailand besser nicht sein. Ja, Angst, das spüren die Hunde auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal, bin ich bei der Hauptstraße angelangt. Naja, warum starte ich jetzt schon dieses Video? Ich habe auf jeden Fall Lust zu filmen. Ich werde hier wieder mal so ziemlich alles filmen, was in den Sinn kommt. Ja, also da links drüben befindet sich eine Tankstelle und da vorne, wie man am roten und grünen Kreuz erkennen kann, rechts befindet sich das Krankenhaus. Ja, und wie ihr vielleicht sehen könnt, bei der Tankstelle befindet sich auch ein 7-Eleven Shop. Aber ich will jetzt was futtern. Ja, also das Restaurant hier hat geschlossen. Jetzt gehe ich mal schauen, ob ich was beim 7-Eleven noch ergattern kann. Erstmal die Straßenseite wechseln. Ja. In Thailand ist es auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man sportlich ist, denn ja, so wie hier, wenn man die Straßenseite wechseln muss, jetzt schauen wir mal, ob es beim 7-Eleven hier noch was zu spachteln gibt oder auch in der Nähe. Also hier sind auch ein paar Shops. Schließt auch gerade. Naja, doch zum 7-Eleven reinschauen, würde ich sagen. Ja,
hier kann man sehr vieles kaufen. So wie hier diese Sandwiches. Ja, genau. Dieses hier kann ich mich auch gut erinnern noch vom letzten Mal. Ja, da habe ich diese freundliche Thai mal angegrinst, dass ich Sandwiches vom 7-Eleven filme. Ja, diese Videos sind ja auch mal fast vorfahren. Ja, dieses hier werde ich mir jetzt gönnen. Und doch dazu, warum nicht? Schinken-Käse-Sandwich. Tatsächlich esse ich auch nur den ganzen Tag nur Thai. Ja, also, lasse ich mir mal abbraten. Und ab. In der Zwischenzeit gehe ich mir noch etwas für die Nachspeise besorgen. Ja, in Thailand Shop 7-Eleven. Hier, leckere Brötchen gibt es hier noch. Ja, genau. Diese hier mag ich sehr gerne. Keine Ahnung, was da drinnen ist, ehrlich gesagt, aber egal. Ab und zu was Süßes. Ja, muss man sich schon gönnen. Ganz wichtig. Eine Flasche Wasser. Ja, es gibt auch eine Menge Wasser zur Auswahl. Keine Ahnung warum, aber ich nehme meistens dieses in thailändischer Beliftung. Jo, gerade beim 7-Eleven eingekauft, 63 Baht habe ich bezahlt, eine große Flasche Wasser, zwei Sandwiches und ein leckeres Brötchen für die Nachspeise. Ja. So, dieses Video wird, glaube ich, irgendwas mit 7-Eleven genannt werden. Aufpassen, dass man hier auf die Straße achtet, denn ja, gewohnt ist man bei uns ja eher den Rechtsverkehr. Also hier noch Abendgymnastik. Jawohl. So, da heute lassen wir noch vorbeirauschen, bisschen das Auto. Jetzt geht es zurück zum Hotel. Ja, und dann werde ich noch gemütlich etwas YouTube schauen, vielleicht auch etwas Fernsehen. Ich habe auch einen Fernseher in der Bude. Ja, morgen schaue ich natürlich in der Früh wieder bei meiner Frau vorbei. Wie gesagt, hier geht es jeden Tag etwas besser.
Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass sie wirklich nicht alleine nach Thailand reisen hätte können. Also, sollte ich auch noch erwähnen. Aber wie gesagt, so eine Situation weiß man, einfach, wie wichtig das Gesundheit ist. Ich meine, das Wichtigste ist Gesundheit. Geld wird dann nebensächlich. Es ist logischerweise wirklich so. Also Leute, achtet auf eure Gesundheit. Es ist das A und O. Ganz klar. Gut, das Gesündeste habe ich jetzt vielleicht nicht zum Essen eingekauft, aber etwas verträgt der Körper auch. Und morgen esse ich dann natürlich wieder Thai. Logisch. Und da jetzt hier. Hi! Ha? Hallo! Hallo! Seven! Seven! Lüm, Lüm! Bis Seven! Lüm, Lüm! Julien, Lüm. Yuko, Seven. Okay. Hong Yule. Hanum. Seven. Oh, okay. Hong Yule. Really? Oh, hoppon kap. Okay. Ganz habe ich ihn jetzt nicht verstanden, aber er wollte mir mitteilen, dass ich beim 7-Eleven etwas vergessen habe, also zum Essen. Haben die noch etwas für mich? Ich melde mich also gleich wieder zurück, Leute. Also nochmal rein in den Laden hier. Will? Oh, Kopf und Kopf. Thank you. Ja, super, diese Leute hier, also wirklich spontan, sofort etwas herzlicher als bei uns. Ja, in Österreich hat mir eine große Freude, dass ich zurückgekommen bin und das vergessene Sandwich mir abgeholt habe. Ja, also jetzt endlich, endgültig zurück. Hotel. Ja, das habe ich Holdern. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Oh. Der Pude. Mit den zwei Wachhunden. Kann man hier im Dunkeln auf der Kamera nicht erkennen, aber wie gesagt, die kennen mich schon. Sind im Grunde ungefährlich. Ja, und da vorne beim Licht, ja, ist mein Hotel oder das Hotel, wo ich eingecheckt habe. Schon zurück beim Hotel. Oh, mit Key. Okay. Ah, okay. Thank you. Ja, das ist natürlich auch das Angenehme, wenn man in einem Hotel untergebracht ist. Ich finde, ja, als Frank, als weißer Tourist fällt man hier etwas auf und ja, es ist einfach so, böse Menschen gibt es überall. So in einem Hotel ist man auf jeden Fall sicherer untergebracht als in einem offenen Bungalow. Ja, also zurück im Hotel. Hier habe ich noch die Utensilien vom vorigen Video liegen. Ja, ich will euch jetzt nur zeigen, was ich hier reingekauft habe. Ja, große Flasche Wasser,
die Nachspeise. Ja, und das Hauptgericht in diesem Fall hätte ich fast vergessen. Ja, deshalb der nette Motorrollerfahrer, ja, den hatten sie bestimmt beauftragt, mir nachzufahren und mir Bescheid zu sagen, hey Kumpel, du hast deine Sandwiches beim 7-Eleven vergessen. Also Leute, die lasse ich mir jetzt schmecken, diesen Abendsnack hier. Ja, morgen bekommt bestimmt wieder das ein oder andere Video. Also, bleibt dran. Leute, danke fürs Zusehen. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.